I'm Danny Dyer. Ich bin Danny Dyer und ihr seht Real Football Factories international. Im Film The Football Factory spielte ich Tommy Johnson, die Hauptfigur. Dann bin ich durch ganz England gezogen und habe die echten Hools getroffen. Und jetzt? Jetzt schaue ich mir die internationale Szene an. 9 Länder in 2 Monaten. In 60 Tagen einmal um die ganze Hooligan-Welt. Fußballgewalt auf einem ganz anderen Level. Schlägereien, Tränengasangriffe, Verfolgungsjagden und einmal wurde sogar auf mich geschossen. Kommt einfach mit. Hallo zusammen. Heute in Football Factories International bin ich in einem Land, in dem Bombenattentate, Schießereien und Morde alltäglich sind. Irak? Nein, Holland. Wir wollen rausfinden, warum es in einem der liberalsten Länder der Welt eine der härtesten Hooligan-Szenen gibt. Ich zeige euch die dunkle Seite Hollands, in der Toleranz in Hass umschlägt. Feyenoord? Fuck you all. Where the mob, wo der Mob regiert. Wo Straßen zu Kriegsschauplätzen werden. Das ist eine Schweizer Bombe, so ähnlich wie TNT. Und wo Fußballgewalt die ganze Kultur eines Landes in Frage stellt. When we think of Holland. Holland, das bedeutet für uns Engländer vor allem Freizügigkeit. Dicker Joint auf der Straße, gar kein Problem. Aber es gibt mehr als nur Sex, Drugs und Clocks. Über Nacht wurde das beschauliche Amsterdam zur europäischen Hauptstadt der Gewalt. Zwischen 1960 und 80 gab es eine Menge Unruhen und es waren keine Antikriegsdemonstrationen. Hollands Einwohner kämpften für das Recht auf billigen Wohnraum. Obwohl wir heute Holland als ein eher relaxtes Land sehen, haben die Einwohner damals gezeigt, dass ihnen Gewalt nicht fremd ist. Und irgendwann sollte diese Gewaltbereitschaft im Fußball wieder aufbrechen. Und wisst ihr was? Es waren wir Engländer, die die Gewalt nach Holland gebracht haben. Spurs-Fans attackierten in den 70ern Feyenoord-Anhänger in Rotterdam. Das war wirklich die Geburtsstunde der holländischen Hooligan-Kultur. Aber diese Gewaltbereitschaft bezog sich in den folgenden Jahren eigentlich nur auf England. Der Tag, an dem der holländische Fußball seine Unschuld verlor. Und das Leben in diesem Land immer gefährlicher wurde. Zuerst treffe ich Paul Voss, einen Kenner der holländischen Hooligan-Szene und Buchautor. Er erklärt mir die hiesige Hooligan-Kultur. In Holland gibt es die 4 großen Gruppierungen aus den 4 großen Städten. Feyenoord, Ajax, Den Haag und Utrecht. Hier die Übersicht. Ajax aus Amsterdam. Feyenoord aus Rotterdam, der FC Den Haag und der FC Utrecht. Diese 4 Gruppen bekämpfen sich seit Jahren immer wieder. Es kann sehr gefährlich werden, weil der gegenseitige Hass so unglaublich stark ist. Viele Hooligans haben mir gesagt, wenn ich einen ganz bestimmten Typen sehe und er ist nicht geschützt von seiner Gruppe, dann werde ich ihn töten. Die holländische Szene ist wohl doch etwas härter, als ich dachte. Es wird schwierig werden, Vertrauen aufzubauen. Ich bin in Amsterdam. Ein Touristenmagnet, aber auch ein Ort mit vielen Hooligans. Der Grund? Der größte Club Hollands, Ajax. Ziemlich geiles Stadion, oder? Nichts gegen Upton Park, aber es hat was davon. Die Ajax-Gruppierung nennt sich F-Block. Wie alle Hool-Gruppen, benannt nach dem Ort im Stadion, wo das Spiel gesehen wird. Hier haben wir den F-Block, der Eingangsbereich der amtlichen Ajax-Hools. Ich meine natürlich der absolut Wahnsinnigen und Durchgeknallten. Hier gehen sie alle durch. Wir sehen, es ist alles ein bisschen demoliert. Tröten sind verboten. Absoluter Schwachsinn. Keine Flaschen, keine Büchsen, klar. Und was ist mit Schwertern? Schwerter sind wohl erlaubt. Genauso wie Dolche und Schnappmesser. Die größte Rivalität besteht zwischen Ajax und Feyenoord.
Ajax hasst Feyenoord und Feyenoord hasst Ajax. Es sind die beiden größten Clubs Hollands. Sie haben die meisten Fans, aber auch eben die meisten Hooligans. Amsterdam und Rotterdam liegen nur knapp 80 Kilometer entfernt. Doch zwischen dieser kurzen Distanz liegen Welten. Die Rivalität der beiden Clubs erklärt sich durch die Unterschiede zwischen den Städten. Rotterdam ist eine Hafen- und Arbeiterstadt, Amsterdam dagegen die mondäne Metropole. Die Wirtschaftskrisen der letzten Jahre haben Rotterdam schwer zugesetzt. Gleichzeitig wurde Amsterdam immer wohlhabender. Arm gegen Reich, das ist die Rivalität. Die Stadt Amsterdam ist der Gewinner, Rotterdam der Verlierer. Und genauso entwickelten sich in den letzten 20 Jahren auch die beiden Clubs. Bisher habe ich herausgefunden, dass sich Ajax und Feyenoord Spinnefeind sind. Doch warum ist diese Rivalität hier in Holland so stark? 1989, der Hass explodierte im wahrsten Sinne des Wortes. 19 Verletzte bei der Explosion zweier selbstgebastelter Bomben während eines Fußballspiels in Holland. Zwei mit Nägeln gefüllte Sprengkörper wurden von den Feyenoord-Fans in die Ajax-Kurve geworfen. Das Stadion wurde zum Kriegsschauplatz. Ein Wunder, dass niemand gestorben ist. Die internationale Presse berichtete ausführlich über diesen Ausbruch der Gewalt und über die außergewöhnliche Brutalität, mit der die holländischen Hooligans auftraten. Holland ist ab heute Europas Fußballproblemland Nummer 1. Das Bombenattentat war der Wendepunkt in der Bekämpfung wachsender Fußballgewalt in Holland. Die Regierung führte englische Sicherheitsstandards ein, reine Sitzplatzstadien, strikte Trennungen und Überwachungskameras. Die Ajax-Hools sind echt krass. Sie sind so gefürchtet, dass die holländischen Behörden seit Jahren versuchen, alle F-Block-Hools als Mitglieder einer terroristischen Vereinigung einzustufen. Und jetzt werde ich diese Ajax-Hools persönlich treffen. Das ist der F-Block von Ajax, die wohl größte Hooligan-Gruppierung des Landes, der größte Feind von Feyenoord und gefürchtete Bombenbauer. Die Jungs reden eigentlich nur über eine einzige Sache. Feyenoord hat ganz klar einen Minderwertigkeitskomplex, weil wir die Nummer 1 sind. Wir haben einfach mehr Schlachten auf und neben dem Feld gewonnen. Deshalb sind sie eifersüchtig. Im Stadion habe ich auch häufig den jüdischen Davidstern gesehen. Warum? Sie haben uns als Juden beschimpft. Deshalb tragen wir den Stern mit einem F in der Mitte. Und das trotz der ganz harten antijüdischen Schlachtrufe. Die Ajax-Hools haben eine zweite Identität. Wir sind natürlich keine Juden, aber Amsterdam war eine stark jüdisch geprägte Stadt. Insbesondere vor dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt schau dir an, wie dumm die von Feyenoord sind. Rotterdam wurde im Krieg von deutschen Bombern nahezu ausradiert. Heute kommen die allermeisten Neonazis aus Rotterdam. Wie blöd kann man da nur sein? Sie erzählten mir auch von ihren selbstgebauten Bomben und wie sie einsetzen. Naja, du baust die Bombe und dann schmeißt du sie auch. Aber es sind keine Nägel drin, wie damals bei der Feyenoord-Bombe. Die Leute hörten die Bomben und ab geht die Post. Alle lieben diesen Moment. Wenn du den Rauch siehst und den Knall hörst, bang, 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 das ist absolut das Größte. Dann sind wir bereit für den Kampf. Die Jungs hatten mir erzählt, sie hätten Sprengstoffspezialisten, aber ich war schon überrascht, dass sie das Zeug auch noch dabei hatten. Das Teil hier kommt aus der Schweiz, so ähnlich wie TNT. Überall, wo es Waffen zu kaufen gibt, gibt es auch Bomben. Es gibt keine Gnade. Das ist das Gesetz der Straße. Ich konnte gar nicht glauben, was ich da hörte. Hooligans mit Bomben, die auch noch tatsächlich eingesetzt werden. 1997 wurde der Anführer der Ajax-Hools bei einem Kampf mit Feyenoord-Anhängern getötet. Man war gerüstet für eine todbringende Schlacht vor den Toren von Amsterdam in der Nähe einer Autobahn.
Bei einer Auseinandersetzung gestern Abend zwischen Ajax und Feyenoord-Anhängern ist ein Mensch zu Tode gekommen. Vermutlich einer der Anführer der Ajax-Fans. Sie hatten Stanley-Messer, Baseballschläger und Knüppel. Laut Polizeibericht wurde Ajax-Anführer Carlo Picorni mit Messern, Hämmern und Ketten getötet. Die Polizei stellte ein ganzes Arsenal sicher. Baseballschläger, Molotow-Cocktails, Elektroschocker. Ab diesem Zeitpunkt veränderte sich die holländische Gesellschaft. Eine neue Generation wuchs heran. Das sah man jetzt ganz deutlich. Die Regierung sah ein, dass das Hooligan-Problem außer Kontrolle geraten war. Die normalen Polizeikräfte waren mit den Gewaltexzessen überfordert. Deshalb wurden jetzt immer mehr Soldaten eingesetzt. Militärhubschrauber unterstützten die Einsatzkräfte aus der Luft. Der getötete Carlo Picorni wird von den Ajax-Hools als Märtyrer verehrt. Sein Platz im Stadion wird für immer freigehalten. Ich traf einen seiner besten Freunde. Wenn ein Hooligan im Kampf zu Boden geht, dann wird er normalerweise nicht mehr attackiert. Aber Carlo Picorni wurde auf dem Boden liegend erstochen. Damit wurde ein Tabu gebrochen. Ich kann nicht darüber sprechen. Verstehst du? Irgendwas ist schiefgelaufen. Es war auf jeden Fall kein ehrlicher Kampf. So viel kann ich sagen. Und wir haben diesen Schlag bis heute nicht überwunden. Und werden es auch nie. Never, I think. Vergeltung und Rache. Der gegenseitige Hass ist fast biblisch. Und das große Feyenoord-Ajax-Derby ist morgen. Von diesem Hass will ich mir jetzt selbst ein Bild machen. I was going to the match to experience this hatred for myself. Überwachungskameras und Sitzplatzstadien haben so gut wie nichts gebracht. Das Ajax-Stadion wurde von den Feyenoord-Hools angezündet und es kommt immer wieder zu Massenschlägereien rund ums Stadion. Und es kann jederzeit von neuem losgehen. Hinter mir seht ihr das Feyenoord-Stadion, genannt die Wanne. Berühmt für die intensivste Fußballatmosphäre in Holland. Ich gehe zum anderen Ende des Stadions, wo die Ajax-Fans erwartet werden. Die Polizei ist schon in voller Stärke angerückt. Die beiden Fanlager müssen unter allen Umständen getrennt bleiben. Hubschrauber, berittene Polizei, die Staatsmacht hat alles aufgefahren. Also hier werden die Ajax-Fans gleich reinströmen. Die Tore sind jetzt noch geschlossen. Aber alle warten darauf, alte Rechnungen zu begleichen. Und die Polizei will das verhindern. So sieht das hier jedenfalls für einen Ajax-Fan aus, wenn er nach Rotterdam kommt. Schon ein bisschen abschreckend, die ganzen Bullen überall. Aber andererseits will man als Ajax-Fan sicher auch ein bisschen beschützt werden. Hier kann man nicht einfach so mit seiner Freundin locker rumspazieren. Das geht bestimmt nicht lange gut. Und außerdem gibt es hier nichts, wo man sich verstecken kann. Hoffnungslos. Yes? Okay, yeah. Sweet. So, jetzt gehen wir mal rein. Mein Ruf eilt mir voraus. Ich hoffe nur, Sie denken nicht, ich wäre auf eine Schlägerei aus. Feyenoord Ajax ist ein sogenanntes Hochrisikospiel. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme müssen Auswärtsfans eine kombinierte Reise- und Eintrittskarte kaufen. Sie stehen damit dauerhaft unter Polizeieskorte. So, und hier läuft das jetzt so. Die Ajax-Fans kommen hier an der Bahnstation an und werden direkt durch dieses verrückte Rohr hier geleitet. Das Ziel, kein Kontakt zu den Feyenoord-Fans. Die stehen hier an dieser Stelle rum und warten trotzdem noch auf ein paar Nachzügler, die sie vielleicht mit Flaschen bewerfen können. Aber das ist natürlich nicht das Richtige. Man will die Ajax-Leute leibhaftig in die Finger kriegen. Okay, die ersten Ajax-Fans. Die Polizei hat alles getan, um den Mob zu trennen. Man
Man kann von hier aus die Ajax-Jungs in der Röhre sehen. Sie versuchen, die Stimmung anzuheizen. Die Polizei hat die Ajax-Fans sicher ins Stadion gebracht. Auch die Feyenoords gehen jetzt zu ihren Plätzen bereit fürs große Spiel. Ich gehe jetzt auch rein in diesen verdammten Schmelztiegel. Leider durften wir unsere Kameras nicht mit reinnehmen. Feyenoord war schlecht, 4-0 verloren. Aber die Fans haben trotzdem alles gegeben. Die Atmosphäre war gigantisch, die Fans haben durchgehend gesungen. So ein bisschen wie bei West Ham. Die Fans geben alles, aber das Team kann diese Leidenschaft einfach nicht übernehmen. Feyenoords Niederlage hat die Stimmung angeheizt. Die Meute bewegt sich Richtung Polizei. Unter dem Schutz der Einsatzkräfte können die Ajax-Fans ihre Schmähgesänge gefahrlos ablassen. Diesmal hat die Polizei alles unter Kontrolle. Aber weil ich jetzt schon so viel von den Rotterdamer Hools gehört habe, bleibe ich noch eine Weile hier in der Stadt. Rotterdam ist ein ziemlich schmuddeliges Pflaster. Die beiden anderen Clubs hier heißen Sparta und Excelsior. Aber hier zählt eigentlich nur Feyenoord und deren Hooligan-Gruppierung. Wir erinnern uns, 1974, das Spiel Feyenoord gegen die Spurs. Die Geburtsstunde der Hooligan-Bewegung in Holland. 10 Jahre später die Revanche mit tödlichem Ausgang. 3 Tottenham-Fans werden erstochen. Wir hatten die falschen Tickets gekauft. Um uns herum waren nur noch diese Holländer. Wir haben versucht, irgendwie aus dieser Hölle wieder rauszukommen. Die Feyenoord-Hools wurden international immer gefürchteter. Ende der 90er konnten sie es sogar mit den Jungs von Man United aufnehmen. Während die Feyenoord-Hools zum Schrecken Europas wurden, wuchs in Holland die Raver-Szene. Ecstasy und glückliche Menschen, für die Hooligans allerdings waren die Rave-Partys willkommene Schlachtplätze. In England lösten die Raver die Hooligans ab. Ganz anders in Holland. Die Schlägereien wurden immer brutaler und die Polizei musste viele Partys beenden. Die Feyenoord-Hools sorgten immer wieder für Drogen- und Gewaltexzesse auf den Raves. Feyenoord hat immer wieder für Chaos gesorgt. Dezember 2006 gab es Tumulte und Schlägereien bei einem Auswärtsspiel in Nancy. Vor dem nächsten Spiel gegen Tottenham wurde Feyenoord vorläufig aus dem UEFA Cup rausgenommen. Rotterdam ist die Heimat der sogenannten Gabba Music, dem Soundtrack der Hooligans. DJ Paul Elstak ist einer der führenden Köpfe dieser Musikrichtung und ein treuer Feyenoord-Fan. Bei den Hools ist Paul ein Held, der gerne auch mit ihnen ins Stadion geht. Paul erklärte sich bereit, mir mehr über den Zusammenhang der Rave- und Hooligan-Szene zu erzählen. Noch heute legt Paul, der Hardcore-Techno-Pionier, für die Hooligans auf. Wenn das Spiel erst an einem Sonntag stattfindet und am Samstag steigt eine große Party, dann, klar, sind die meisten von den Jungs auch hier. Da geht dann keiner ins Bett und alle machen die Nacht durch oder gehen dann ohne Schlaf direkt von der Party zum Spiel. Musik.
Die Partys sind meistens in der Nacht vor dem Spiel. Natürlich werden eine Menge Drogen konsumiert, besonders Wachmacher. Und die machen die Hooligans am Spieltag extrem aggressiv. Es gibt da eine Spezialdroge, ein regelrechtes Krawallpulver, kokainähnlich, aber härter, dass sie die Jungs reinpfeifen, wenn sie zu einem Fight mit einer anderen Gruppierung gehen. Aber warum gibt es in Rotterdam so viele Hools? Ich glaube, es ist in letzter Zeit immer hipper geworden, ein Hooligan zu sein. Es ist einfach schick, alle möchten dabei sein. Als Hooligan-DJ von Rotterdam bekommt Paul Elstak natürlich immer wieder Probleme. Ich sollte mal in einem Club in Amsterdam auflegen. Die Betreiber sagten mir aber dann, ich sollte besser nicht kommen, weil sie nicht für meine Sicherheit garantieren könnten. Sie hätten gehört, es wäre das Gerücht im Umlauf, dass ich angegriffen werden sollte, weil ich aus Rotterdam bin. Also haben sie den Gig abgesagt. Dass auch schon ein DJ Drohungen erhält, sich nicht mehr an bestimmten Orten blicken zu lassen, hat mich überrascht. Doch auch ich habe den Hass zu spüren bekommen, auf meiner nächsten Reise in die dunkle Hooligan-Welt von Den Haag. Der Ajax-Hass hat hier eine neue Dimension erreicht. And I'll see how their rivalry with Ajax has reached a whole new level. Wir fahren nach Den Haag und treffen die dortigen Hools. Amsterdam ist zwar die größte Stadt, das holländische Parlament und demzufolge auch viele Politiker sind hier in Den Haag beheimatet. Im Gegensatz zur bürgerlichen Idylle sind die Hooligans gerade hier besonders aggressiv. Die Gruppierung des FC Den Haag nennt sich Nordkurve. Der FC Den Haag ist ein klassischer Arbeiterverein. Viele vergleichen ihn mit dem FC Millwall aus London. Der Hauptfeind auch hier, Ajax Amsterdam. Es war Ende der 80er, als die Feindschaft dieser beiden Clubs begann. Den Haag-Fans warfen Leuchtraketen und Bomben in den Amsterdamer Block. Das Spiel musste unterbrochen werden. Es kam zu Schlägereien mit der Polizei. Fernsehbilder von Bewusstlosen, die aus dem Stadion herausgeschafft wurden, schockierten die holländische Öffentlichkeit. Wir waren gerade auf dem Weg zu den Den Haag Hools, da klingelte das Telefon. Also, die Situation ist jetzt folgende. Sie sind sehr verärgert, dass wir mit den Jungs von Ajax gesprochen haben. Deshalb haben sie das Treffen jetzt praktisch abgesagt. Das heißt, eigentlich könnten wir uns schon treffen. Aber für unsere Sicherheit könnte keine Garantie übernommen werden. Das bedeutet im Grunde, nein. Ist natürlich auch sehr schade, weil wir hier wie die Bekloppten diesen Typen durch ganz Holland hinterherlaufen. Auf der anderen Seite muss ich das schon respektieren. Die Tatsache, dass wir mit den Ajax-Leuten gesprochen haben, bedeutet, dass sie mit uns nichts mehr zu tun haben wollen. Okay, das ist eine ziemliche Enttäuschung, aber jetzt müssen wir uns halt allein durchschlagen. Die Bomben und Leuchtraketen damals haben ein Feuer entfacht, das noch heute brennt. Der Ajax-Fantreff in der Nähe des Stadions ging gestern Abend in Flammen auf. Die Ajax-Fans behaupten, die Brandstifter seien aus Den Haag gekommen. Sie haben sich wie die Feiglinge in der Dunkelheit aufs Gelände geschlichen und unser Clubhaus abgefackelt. Die Schweine. Aber jetzt ist es schöner als vorher. Dankeschön. Die Rache ließ natürlich nicht lange auf sich warten. Ungefähr ein Jahr später haben wir ihr Haus angegriffen. Später haben sie behauptet, es wären nur ein paar Minderjährige da gewesen. Aber das ist nicht wahr, es waren mindestens 40. Und sie sind alle weggerannt. Die Rache der Ajax-Fans war grausam.
Nicht nur das Clubhaus wurde abgebrannt, auch zwei Menschen wurden erstochen. Es soll auch versucht worden sein, den Haag-Fans anzuzünden. Die Autobahn zwischen Amsterdam und Den Haag wurde gesperrt. Die Regierung rief den Notstand aus. Die extremen polizeilichen Maßnahmen passten zur Entwicklung der holländischen Gesellschaft. Der Ruf nach Law and Order wurde immer lauter. Ende der Toleranz. Fast zeitgleich wurde eine rechtsradikale Partei in Holland immer mächtiger. Ihr Führer war ein Mann namens Pim Fortuyn, ein entschiedener Gegner des holländischen Liberalismus. Er forderte vor allem restriktivere Einwanderungsbestimmungen, härtere Gesetze und Strafen. Viele Leute fordern dasselbe wie Pim Fortuyn. Hooligans müssen verfolgt und härter bestraft werden. Die Zeiten haben sich geändert. Also hat dieser Mann nur laut ausgesprochen, was viele schon dachten. Aber nicht jeder mochte ihn. 2002 starb Fortuyn nach einem Attentat. Doch durch die Popularität des rechten Gedankenguts wurde auch die derzeitige Regierung immer rechtslastiger. Hooligans wurden zum Staatsfeind Nummer 1 und sie bekamen die neue Härte sofort zu spüren, denn die holländische Regierung versucht immer radikaler durchzugreifen. Wer wird am Ende gewinnen? Die Staatsmacht oder die Hooligans? Und wie wird sich die Gesellschaft verändern? Die Polizei griff gnadenlos durch. Die Vereine allerdings versuchten es mit einem Mittelweg. Wir haben versucht, die Gruppierungen besser kennenzulernen, damit wir sie beeinflussen können. Die Strategie vieler Vereine, Befriedung der Hooligan-Szene durch offizielle Club-Einrichtungen und vor allem durch ein Mitspracherecht in verschiedenen Vereinsgremien. Ich bin jetzt in Utrecht, der vierten Station meiner Reise. Hier hat man diese Strategie erstmalig umsetzen können. Die Utrecht-Hools waren die ersten mit eigenem Clubhaus, aber sie waren auch die ersten, bei denen die Polizei radikal aufgeräumt hat. Viele haben Stadionverbot oder waren im Gefängnis. Die Utrecht-Hools sind zwar nicht sehr zahlreich, dafür aber eine fest verschworene Gemeinschaft. Fuck you all! Die Utrecht-Jungs sind absolut hardcore und über Besuch freuen sie sich nur selten. Einmal kam ein Zug hier nach Utrecht reingefahren. Ein Zug voll mit Feyenoord-Fans. Sie schrien und beschimpften uns. Wir standen ganz gemütlich neben den Gleisen und schauten uns das an. Wir hatten unsere Flaschen dabei, Flaschen gefüllt mit Öl und Benzin. Das ist die beste Mischung, denn so geht das Feuer nicht aus. Und als der Zug vorbeifuhr, sah ich sie mit ihren ekligen, langen Haaren. Und dann hörte sie plötzlich schreien. Warum? Na, weil der ganze Zug in Flammen stand und er fuhr brennend in den Bahnhof. Feyenoord, fuck you all. Yeah. Mehr gibt's nicht zu sagen, nicht mehr und nicht weniger. Ich traf mich mit der Hardcore-Gang im Stadion, der sogenannten Bunnickside. Diese Jungs kennen wirklich keine Verwandten und sie sind berüchtigt für ihren Gebrauch von Waffen. Ich war ziemlich nervös. Gut, dass ich mir Mut antrinken konnte. Thank you very much. I'm a bit nervous. Jetzt muss ich mal eine ganz blöde Frage stellen. Na, Prost. Chelsea. Who are
Bunnickside, wo kommt das her? Es fing in den frühen 70ern an. Die Ecke, in der wir standen, wurde die Bunnick-Kurve genannt. Bunnick ist der Name einer Kleinstadt und die befand sich damals genau hinter uns. Deshalb der Name. 1980 habt ihr euer eigenes Stadion in Schutt und Asche gelegt. Warum? Why? Naja, es war am letzten Spieltag. Das Stadion sollte sowieso abgerissen werden. Und da dachten wir, lasst uns das doch einfach selber machen. Okay, nochmal zum Mitschreiben. Diese Jungs hier haben ihr eigenes Stadion abgerissen, weil sie sich gedacht haben, ey Mann, im Kaputtschlagen sind wir ohnehin die Besten, die man finden kann. Wir haben einen Riesenspaß gehabt. Wie die kleinen Kinder haben wir uns gefreut. Es war dann wochenlang im Fernsehen. Nicht nur bei uns in Holland, nein, auf der ganzen Welt. Und sogar heute noch, wenn wir in Urlaub fahren, werden wir darauf angesprochen. Hey, ihr seid doch die, die ihr eigenes Stadion abgerissen haben. Hier, da siehst du die Jungs in Action. Würdet ihr sagen, dass die Hooligans immer gefährlicher werden? Die Gefahr liegt in der Möglichkeit, immer härtere Schlachten austragen zu können. Wenn man jemanden wirkungsvoll und schnell verletzen will, dann muss man dazu Dinge benutzen, mit denen man zufriedenstellende Resultate erzielt. Also, das ist natürlich viel gefährlicher als früher, weil heute fast jeder Waffen dabei hat, hauptsächlich Messer. Almost everybody now use weapons. And especially knives. Wie sieht's bei euch aus? Benutzt ihr auch Waffen? Sometimes you have to, yeah. Wir waren berühmt für unsere Fahrradketten. Aber wir nehmen auch Baseballschläger, Stanley-Messer, Flaschen, alles, was als Waffe taugt. Stanley-Knives, anything that can be used, bottles. Wie sieht's mit Gefängnis aus? Ich war 3 Monate im Knast, hab mich mit Ajax-Leuten geprügelt. Mit Fahrradketten? Er auch. Ihr beiden? Da waren auch Ajax-Leute im Knast, aber die hatten keine Lust, sich mit uns zu prügeln. Naja, eigentlich habt ihr ja alle im selben Boot gesessen. Aber andererseits, einen kleinen Punch kann jeder mal vertragen, dann und wann. Sind wir uns doch einig, oder? Gefängnis, Geldstrafen, Stadionverbot. Das ist der Preis, den man als Hooligan zahlen muss. Die Jungs fingen an, mir zu vertrauen. Sie erzählten mir, wie hart die Polizei jetzt durchgriff und zeigten mir die Sicherheitsvorkehrungen rund ums Stadion. Theo ist seit 25 Jahren in der Firma. Er hat Gefängnis und 2 Stadionverbote hinter sich. Er führt mich rum. Das ist die Security-Kabine. Sie kontrollieren von hier aus das ganze Stadion mit ihren Kameras, jeden Winkel. Dazu kommen Polizeibeamte und die normale Security. Und das Härteste, es sind Freunde von dir, die in Wirklichkeit Undercover-Bullen sind. Die Überwachung findet nicht nur im Stadion statt. Die Jungs nehmen mich mit in ihr Clubheim. Sogar hier waren versteckte Kameras installiert. Sie haben uns abgehört und sind uns gefolgt. Viele sind jetzt noch im Knast. Einmal wurde auch das Clubheim geschlossen, aber nicht für lange. Die Polizei erkannte, dass es einfacher ist, die Hooligans zu kontrollieren, wenn man weiß, wo sie sich aufhalten. Sie können es eigentlich nicht mehr schließen, denn sonst stehen plötzlich 1500 auf der Straße und die machen Riesenärger. Man hat versucht, die Hooligans in die Clubs zu integrieren, mit dem Resultat, dass man sie jetzt erst recht nicht mehr los wird. Auch trotz der härteren polizeilichen Maßnahmen verschwindet das Hooligan-Problem nicht aus Holland. Zur Bekämpfung der Fußballgewalt ist den holländischen Behörden fast jedes Mittel recht. Es gibt eine Internetdatei mit Bildern verdächtiger Hooligans und die Öffentlichkeit soll eigene Fotos machen, um Fußballraudis zu denunzieren. Das ist absolut verrückt. Die Leute glauben, sie leben in einem liberalen Land. Dabei ist das ja ein verdammter Polizeistaat. Fast alle Hooligans halten die Polizeimaßnahmen für überzogen. Die Gesichter von Mördern und Kinderschändern dürfen nicht veröffentlicht werden. Aber die von uns schon. Verdammt nochmal. Bist du ein Fußballfan, dann hast du keine Rechte. Das ist auch der Grund dafür, weshalb die Hools in letzter Zeit wieder brutaler gegen die Cops vorgehen. Das macht die Fußballatmosphäre insgesamt wieder viel gefährlicher.
1999 in Rotterdam waren die Ausschreitungen derart gewalttätig, dass die Polizei Feyenoord-Fans niedergeschossen hat. Doch die wehrten sich. But the hooligans shot back. Vier Fans wurden schwer verletzt. Die Behörden gehen davon aus, dass die Kämpfe von langer Hand geplant waren. 750 Polizisten wurden benötigt, um Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Was immer sich die Behörden einfallen lassen, die Hooligans finden eine Antwort. In diesem Klima der organisierten Gewalt trauen sich einige Clubs schon nicht mehr, Stadionverbote auszusprechen. Die Vereine müssen große Zugeständnisse machen, damit sie nicht selbst Opfer der Gewalt werden. Sie fallen zwar nicht gerade vor den Hooligans auf die Knie, aber sie fürchten sich vor ihnen. Der Vereinspräsident lebt in ständiger Angst, denn die Hooligans wissen, wo er wohnt. Seine Familie ist in Gefahr, deshalb kann er die Hooligans nicht aufhalten. Trotz der vielen Einschüchterungen gibt es einen Mann, der unerbittlich gegen die Hooligans kämpft. Der frühere Ajax-Präsident, Michael van Praag, ist heute Leiter einer Taskforce, die sich nach englischem Vorbild für härtere Gesetze und Strafen gegen Hooligans einsetzt. Diese Gesetze mögen die älteren Hools treffen, jene, die man schon lange beobachtet. Aber bei der jüngeren Generation, die mehr im Verborgenen agiert, sind sie wirkungslos. Und genau diese junge Generation interessierte mich. In Utrecht schauen sie auf zu den Älteren, aber sie sind bereit, sich selbst einen Namen zu machen. Die Veteranen aus den 70ern habe ich schon getroffen. Fanpräsident Bobby gehört der jüngeren Generation aus den 90ern an. Die zweite und dritte Generation trifft sich hier in dieser Ecke. Der Bereich für die Jüngeren unterscheidet sich stark von dem der Alteingesessenen. Es gibt sogar einen VIP-Raum. Okay, ein VIP-Raum für die hohen Tiere, oder was? Ja, Mann, wir haben hier auch noch Sofas und einen DJ. Sehr beeindruckend. Ich liebe das hier. Shit. Sorry, I'm talking. Get the old ring on there, look. Let's sit back. There you go, look. Sweet ass. Bobby bringt mich mit Rowdy zusammen. Er stammt aus der dritten Generation. Diese Jungs organisieren ihre Kämpfe meist vor den Spieltagen, damit die Polizei nicht eingreifen kann. Wie schafft ihr es, dass die Polizei von euren Kämpfen nichts mitkriegt? Es gibt Abgesandte der Clubs, die sich heimlich treffen oder telefonieren. Dann vereinbart man Ort und Zeitpunkt für den Kampf. Okay. Optimal ist 40 gegen 40 an irgendeiner Bahnstation. Habt ihr Waffen dabei? Die Jüngeren fühlen sich damit besser. Baseballschläger, Messer oder Schlagringe kommen zum Einsatz. Wenn sie in der Überzahl sind, musst du dich zur Wehr setzen. Das geht dann nicht mehr mit den blanken Fäusten. Du musst dann bewaffnet sein. Wie sieht's aus mit Verletzungen oder Gefängnis? Hast du keine Angst davor? Nein, daran denke ich nicht. Ich mach's einfach. Einfach so? Ja, wir kennen's nicht anders. Solange es solche Jungs gibt, wird das Hooligan-Problem in Holland nicht verschwinden. Sie bekämpfen sich an geheimen Orten und niemand weiß, wann sie es tun. Polizei und Presse gehen davon aus, dass diese neue Organisationsform bald auch für noch mehr Tote verantwortlich sein wird. Es gab den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Der Dritte steht kurz bevor. Hooligans. Momentan habe ich das Gefühl, es wird nie mehr aufhören. Trotz der Bekämpfung. Das Hooligan-Problem scheint immer mehr zu eskalieren und die Gesellschaft zu gefährden. Die Menschen in Holland haben sich schon jetzt stark verändert. Sie sind sehr distanziert und zeigen weniger Mitgefühl. Das ist der Alltag in Holland.
Ich habe die total andere Seite des liberalen Holland kennengelernt und einen Hass, der von Tag zu Tag extremer wird. Die Holländer sollten ihr Problem schnellstens lösen, bevor es zu spät ist. Nein, ich bin kein Mörder, aber wenn du meine Freunde angreifst, dann töte ich dich. I'll fucking kill you.